Herzlich willkommen zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Wir waren ja in der letzten Folge hier angelangt, haben uns hier ein bisschen mal vorgekämpft. Jetzt sollen wir ja hier bei den Daten töte die Raider in Corvage Fertigungsanlage. Ach, die sind da. Wow. Okay, da müssen wir da runter. Jo, wenn sie das wollen. Mein Inventar, sonst haben wir Aufgaben. Da können wir auch rein theoretisch. Sind wir ja schon fast in Diamond City. Gucken wir mal, ob wir da runterkommen. Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Ja, logisch. Mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh. Alles tut weh. Wir nehmen uns mal ein bisschen Essen mit. Und wir gucken mal, ob wir hier uns noch was kochen können, ne? Ja, können wir auch. Direkt mal. Wir machen es ja sogar anfertigen, um Erfahrung zu kriegen. Suppen, können wir da was machen? Nein. Okay. Einfach nur, dass wir Erfahrung kriegen, wie hier. Ist ja nie verkehrt. So, Map. Wir müssen komplett hier runter. Wir haben ja hier oben gespeichert. Also lass uns mal hier lang gehen. Wilder Mais. Ich habe keine Ahnung, wo diese Schlucht hinführt. Der altbekannte Rückwärtsgedrick, der klappt halt immer. Der ist... Ach Herrgott, schnell weg. Fuck, die kommen auf uns zu. Schnell. Verpisst euch, Mann. Verpisst euch einfach nur. So, was haben wir denn hier? Wollen wir da lang? Da ist doch schon wieder irgendwas. Ne, wir gehen mal hier lang. Ich finde, am Anfang sollten wir nicht uns mit allem anlegen, was irgendwie hier rumläuft. Das kann man machen, ja, aber müssen wir uns mit allem anlegen? Oder gerade irgendwo eine Kakerlake oder sowas. Ja, sowas langt doch erstmal. Bringt ein bisschen Erfahrung. Wir sind so Schisser, Mann. Boah. Haben die uns krank gemacht? Hat die uns jetzt krank gemacht? Ernsthaft? Du benötigst häufig Schlaf. Okay. Sterben wir eigentlich, wenn wir keinen Schlaf haben? Das wäre mal sehr interessant zu wissen. Ob wir denn, wenn wir keinen Schlaf haben, einfach sterben? Ich denke eigentlich schon. In dem Spiel stirbst du, also in Hardcore stirbst du eigentlich wegen jedem Quark. So, hier mein Friedhof.
läuft doch irgendjemand. Will er uns was Gutes oder was Böses? Eigentlich, wie gesagt, will uns ja alles töten. Können wir dem vertrauen? Ich weiß es nicht. Boah, eine TP-Generation, ne? Okay. Ja, da müssen wir, glaube ich, zu einem Stimpack greifen. Und wir nehmen mal Reptilgewehr. Hi. Hey, harter Kerl. Wenn du schnelles Geld willst. Mein Boss stellt ein Team für einen neuen Job zusammen. Klingt ja gut. Wo muss ich unterschreiben? Sprich mit Bobby Nasenlos in Good Neighbor, klar? Sie entscheidet, ob du was taugst. So, wo haben wir Good Neighbor? Good Neighborhood, ne? Warte. Ah, das ist ja da unten. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, nee, da brauche ich noch nicht. Ich dachte jetzt. Ich dachte jetzt, okay, wir haben hier irgendwie was in der Nähe, wo wir mal wieder unterkommen können. Aber zu früh, Freud. Oh. Die Zellen mit. Das ist nämlich ganz geil, das Gewehr. Das gefällt mir ziemlich gut. Hallo? Ist hier jemand? Ja, das brauchen wir alles hier nicht. Die Knochen brauchen wir nicht. Da scheint so eine Hütte zu sein. Ach, gehen wir einfach mal runter und gucken mal. Hallo? Oh. Wow. Wow. So schnell. Mittels dem Heck. Ja. Wir brauchen irgendwas zum Trinken noch, ne? Wir müssen irgendwas zu trinken noch finden. Hier im öden Ödland. Hallo, ist hier drin? Ah, hier ist ein Bett, geil. Dann erstmal ein Stündchen schlafen. Dann hat sie hier gespeichert. Du bist müde, fehlender Schlaf. Dann schlafen wir mal 13 Stunden. Dann müssten wir eigentlich bin mal gespannt. Ah, doch, eine Stunde verzählt. War egal. Fehlendes Wasser. Was macht eigentlich das fehlende Wasser? Dehydriert, Glück. Ja. Brauchen auf jeden Fall mal was zu trinken. Auf jeden Fall brauchen wir was zu trinken.
Wow. Wow, scheiße. Ah, Mist. Oh, okay. Ja, warum nicht? Da waren wir ein bisschen zu unvorsichtig. Die holen wir uns gleich und dann speichern wir nochmal. Weg. Also die Ghoule sind ja heftig, ne? Uiuiuiui. Okay. Wir haben ja noch andere Waffen. Wir können auch mit einem Molo vorgehen, ne? Molo Bolo. Eieiei, das wird ja was. Ich glaube, weil unsere Wahrnehmung auch ein bisschen geschädigt ist, ne? Ich hätte die halt gern. Ich würde gern wissen, was da ist, ob es das auch wert ist. Und dann müssen wir halt mal gucken, ob wir irgendwie... Scheiße, boah. Fuck. Ja, ich hab... Ich muss ja fairerweise sagen, ich habe was vergessen. Ich wollte Molo werfen. Also die Ghoule sind heftig. Also muss man sagen, die sind schon richtig krass. So, wir nehmen die 45er nochmal. Schmeißen den Molo, den wir angeklickt haben. Den können wir ja zum Glück werfen. Den werfen wir schön hin, dann hat die ein bisschen Brandschaden. Warum haben wir den? Wir haben den doch ausgewählt. Ja, warum wirft er den jetzt? Warum wirft er den jetzt? Warum? Ich hab doch. Hä? Ich versteh's echt manchmal nicht. Warum wirft er den jetzt nicht? Warum? Wir haben die richtig gut abgemurkst. Und keine Ahnung warum, aber er wirft den einfach nicht. Wir haben den ausgewählt. Und hä? Und jetzt stelle ich das gleich noch um. Eigentlich schmeiße ich mal gerne auf die mittlere Maustaste. Irgendwie geht es. Oder das machen wir jetzt schon mal. Einstellungen. Steuerung. Ja, eigentlich müsste es gespeichert sein. Wenn nicht. Ich guck gleich nochmal, wenn nicht, packe ich das auf G, ist mir egal. Ich will halt, dass das gescheit funktioniert, vor allem wenn wir hier so ein. Da haben wir ihn doch. Level up. Und was haben wir jetzt? Was ist jetzt schon wieder los? Ah, wir sind verkuppelt. So, Kleidung. Hilfsmittel. Es ist dann vielleicht am besten, wenn wir ein bisschen schlafen. Es ist dann besser, wenn wir schlafen. Oder haben wir das durch unser
durch unseren Durst. Weil, dann würde ich jetzt mal schnell hier unten doch was trinken gehen. Und schön die Waffe laden, dann will ich da oben mal speichern. Ich will jetzt hoffen, dass wir hier was trinken können. Weil das sieht ganz nach Watte aus. Ach und genau, wir wollen noch schnell leveln. Was haben wir? Rüstungsmeister, Aufmerksamkeit, kenne ich schwach und Feinde. Er hat es aber auch nicht verkehrt. Was ist das? Einsamer. Wer braucht schon Freunde? Wenn du ohne Begleiter nichts bist, erleidest du 15% weniger Schaden, dann kannst du mehr Ausrüstung tragen. Ist auch nicht verkehrt, ne? Ein Flüsterer. Bonus-Schaden lässt Feinde gelegentlich zu einer blutigen Masse explodieren. Dann würde ich erstmal das machen. So, ich hoffe ja, dass wir das jetzt irgendwie hinkriegen, dass wir hier mal gesund werden. Ich hoffe es ja. Dass uns hier jetzt nichts angreift, weil ich meine, wir haben es geschafft, den scheiß Ghoul zu töten. Keine Ahnung, warum wir jetzt verkrüppelt sind. Ich weiß es echt nicht. Aber ich hoffe, dass es schnell vorbei ist. Dem Pack bringt uns ja nichts. Ich hoffe hier, das ist ja Wasser hier, oder? Ich hoffe mal die Kloake zu trinken, das bringt was. Egal ob es verseucht ist. Einfach. Ist aber noch immer ausgetrocknet, ja. Das können wir uns mal. Das müssen wir einfach. Ich meine, da müssen wir mehr strahlungsresistente Sachen zu uns nehmen. So, was, wie kriegen wir jetzt noch? Status. Ah, okay, mit einem Stimpack können wir uns auch wieder entkrüppeln, okay. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Strahlung, aber egal, das ist ja. Nee, zurück. Wir sind da, okay. Ich will aber speichern. Oder kann man mit denen handeln? Karawane ist ja eigentlich immer so Handel. Dann will ich mir mal ein Stimpack kaufen. In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Mit dem Schutz der Leute kann man viele Kronkorken verdienen. Hey, zumindest ist das. Du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Dieser Rat ist kostenlos. Bleib auf den Straßen. Ist deine Überlebenschance größer. Entschuldigung? Eine Bewegung. Hallo. Und du bist tot. Ich biete Rüstung zum guten Preis, falls ja, und kann man mit euch handeln? Ja, schön, aber wir können ja nicht handeln. Egal, dann. Hüpfen wir mal dahin. Dann speichern wir nochmal in unserem Häuschen hier. Ja, wir sind ja super vorangekommen.
So, dann machen wir hier 2 Stunden. So. Weiter geht's. Dann müssen wir hier lang an dem See hier an der Hochstraße vorbei. Durchschwimmen ist, glaube ich, eine beschissene Idee. Ich glaube, wir sollten hier so. Na, wir gehen hier lang lieber. So, dann nehmen wir jetzt wieder die Pistole. Sind doch bestimmt wieder Ghule, oder? Du besuchst Covenant? Was ist hier? Welcome. Wenn nicht, geh weiter. Covenant. Du weißt ja, bewaffnete die Rundlungen. Nicht gut für die Nerven. Ich möchte es besuchen. Da du zum ersten Mal hier bist, musst du etwas wissen. Wir lassen nicht jeden rein. Es gibt einen Eingangstest. Ja, ich besuch's mal. Wir nennen ihn den Safe-Test. Jeder muss ihn ablegen. Interessant. Jetzt mal ganz ehrlich, wofür ist der Test? Weißt du was? Keine Sorge. Safe ist einer dieser Psychotests. Nur ein paar Fragen, die du beantworten musst. Willst du den Test ablegen? Wenn du bestehst, lasse ich dich rein. Kein Problem. Gut. Nimm Platz, dann können wir anfangen. Ja, okay, dann los. Ja, dann komm. Los geht's. Es gibt keine falschen Antworten. Ein wild gewordener Wissenschaftler holt dich. Ich werde meinen Quantenharmonisierer in deine photonische Resonanzkammer stecken. Ja, wie lautet deine Antwort? Aber ich soll doch an dem anderen Projekt arbeiten. Ich verschwinde, bevor er weiter zetert. Während er spricht. Nächste Frage. Du machst ein Praktikum in der Klinik und ein Patient mit einer seltsamen Infektion am Fuß humpelt durch die Tür. Die Infektion breitet sich rasend schnell aus. Aber der Arzt ist kurz weg. Was machst du? Ich behandle die infizierte Fläche so gut wie möglich. Du hast medizinische Vorkenntnisse. Amputieren, oder? Du entdeckst einen kleinen Jungen in einer Höhle. Er hat Hunger und fürchtet sich, besitzt aber anscheinend auch Diebesgut. Was machst du? Ich umarme den Jungen und sage ihm, dass alles wieder gut wird. Sehr seltsam. Glückwunsch. Du hast es in einem Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Was? Ich spiele kein Baseball, ich spiele Fußball. Bist du dir da sicher? Naja, nächste Frage. Deine Großmutter lädt dich zum Tee ein. Doch du bist überrascht, als sie dir eine Pistole gibt und befiehlt, jemanden zu töten. Was machst du? Ich gebe ihr, was sie will, um sein Leben zu retten. Typisch Klasse B. Der alte Mr. Abernathy hat sich wieder in seiner Wohnung eingesperrt und du hast den Befehl, ihn rauszuholen. Wie gehst du vor? Ich nehme eine Haarklammer und knack das Schloss. Und das ist alles? Sonst nichts? Warte, nicht antworten. Nö, Schloss knacken. Weiter. Oh nein. Du hast Strahlung abbekommen und eine mutierte Hand ist dir aus dem Bauch gewachsen. Wie sieht die optimale Behandlung aus? Ich nehme ein Antimutagenmittel. Außer Acht lassen möglicher... Stimpack. Ein Nachbar besitzt das allererste Heft von Grognack der Barbar. Das willst du haben. Wie kannst du es am besten bekommen? Ich tausche es gegen eins meiner Comichefte ein. Ich verhandle oder tauschen. Wir sind fast fertig. Letzte Frage. Du findest es lustig, deinem Vater einen Streich zu spielen. Du gehst in sein Badezimmer, wenn niemand da ist. Und? Ich ändere die Spannung seines Rasierers. Dann kriegt er einen gewischt. Der Test ist Rasierer, beendet. Oder? So wie du hat noch nie jemand geantwortet. Aber du hast bestanden. Ich öffne das Tor. Sagen die es bei jedem? So, dann lass uns mal rein. Oh, danke. Ach, schön sicher. Oh, Wasserpumpe.
dann unsere. So, aufbereitetes Wasser hinzugefügt. Haben wir noch eine? Das ist nämlich schon mal nicht verkehrt. Also die leeren Milchflaschen sind. Oh, da. Vor kurzem kam eine Karawane. Dann will ich auf jeden Fall erstmal speichern. Kann ich irgendwie speichern? Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. An eine Karawane mit 5 Leuten erinnert man sich. Dann waren sie bestimmt nicht hier. Sag mal, willst du nicht lieber eine Limonade? Das ist sehr cool hier. Das ist schön. Das freut mich, dass wir hier jetzt sind. Aber ich erinnere mich nicht. Hör mir gut zu. Ich gehe der Sache versteckt. Ich hätte gern die Milchgläser, ne? Ich hätte die voll gern. Bist du aus der Gegend? So, hier kommen wir nicht lang. Ja, ja. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Schlafen. Jetzt will ich mal ein was noch machen. Ich will mal bis in den Abend rein schlafen. Bis es dunkel ist. Und dann würde ich gern... Dann würde ich gern die Milchflaschen klauen und würde die komplett füllen. Und dann haben wir ein bisschen. Sind die noch alle? Ja, viele sind noch wach. Dann warten wir nochmal so. Bist du auch dagegen? Dann sollten sie doch alle schlafen, oder? Dann gucken wir mal. Ich meine, es ist voll assi. Aber ist ja nicht schlimm. Sind wir versteckt? Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Nee, das kannst du vergessen. Oh, das ist doch mal super hier. Das ist doch super hier. Sieht uns keiner. Dann sieht uns hier keiner. So. Glaub nur nicht, ich würde dir nicht. Genau das. Ey, es war eine scheiß Milchflasche. Ja. Es war eine Milchflasche. Es tut mir leid, ich habe eine Milchflasche geklaut. Es tut mir so leid. Ich wollte es nicht, ich habe es einfach getan. Ah, hallo. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Jetzt wollte ich aber mal in den Laden noch gucken, obwohl. Können wir hier was? Wo sind wir denn hier jetzt eigentlich genau? Ah, okay. Covenant. Covenant ist super. Und dann könnten wir rein theoretisch hier jetzt dann diese Dosenfabrik machen. Und dann könnten wir hier wieder in Tempiness Bluff, könnten wir wieder hin. Hallo Fremder. Wenn dir was fehlt, kann ich mich gegen eine kleine Gebühr darum kümmern. Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Okay, aber übertreib es nicht mit den Camps. Bist du aus der Gegend? Dr. Patricia? Brauchst du ärztliche Hilfe? Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Ich schätze, ja. Ich könnte ein paar Stimpaks entbehren. Bist du aus der Gegend? Hoffentlich nicht. Ja, wenn du welche hättest. Bist du aus der Gegend? Keine. Hoffentlich nicht. Ich habe genug von diesen Landeiern. Klar, ich komme aus Covenant. Du? Du bist aus Covenant? Ja. Ja, und ich bin der Bürgermeister bin von Diamond City. Weißt du irgendwas über Stocktons Karawane? Nein, eigentlich nicht. Ich kriege einfach keine Ruhe. Ich soll für den alten Stockton seine Karawane finden. Weiß nichts. Was davon noch übrig ist, befindet sich vor der Stadt. Ihr letzter Halt war hier. Also habe ich versucht, alles zusammenzusetzen. Aber ich komme nicht weiter. Ich habe ein Angebot. Hilf mir, Stocktons Leute zu finden. Dann teilen wir uns die Belohnung. Es gab mindestens einen Überlebenden. Und ich beabsichtige, meinen Vertrag zu erfüllen. Wenn ich helfe, will ich einen Vorschuss. Ich biete dir die Hälfte an.
Und wenn man die Arbeit bedenkt, die ich schon reingesteckt habe, ist das sehr großzügig. Also? Klingt gut. Bin dabei. Hier ist alles, was ich über die Karawane weiß. Scheiße. Ich habe keinen Beweis, aber Covenant ist daran verwickelt. Irgendwie. Ich sehe mich weiter um. Sag Bescheid, wenn du was findest. Gut, haben wir den. Dann würde ich sagen, schlafen wir noch 2 Stündchen und dann würde ich hier auch die Folge beenden. Wir sind wieder mal safe. Oh, es läuft langsam. Also wir kommen langsam richtig schön rein. Also das ist angenehm zu spielen. Das freut mich auch richtig. Also es macht einfach richtig Bock. Also, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge.